Ja, nochmal was für die Playlist-bedingte Wahrscheinlichkeit. Ich habe die extra gemacht, weil meistens wird das Thema erst in der Oberstufe Richtung Abitur hindurch genommen oder manchmal auch erst im Studium. Falls ihr irgendwas mit Mathe studiert oder da Mathe-Scheine habt in eurem Studium. Pfadregeln, Baumdiagramm sollte Grundlage sein. Und jetzt nochmal so ein flottes Beispiel, weil ich in der Playlist eigentlich von vorne bis hinten alles ausgeschmückt habe, auch von der Schreibweise. Deshalb kürze ich jetzt hier ein bisschen ab. Wenn da Probleme sind, fangt vorne an. Irgendwie sowas wie, ihr habt da jetzt eine Schule, da sind irgendwie, sage ich jetzt mal, 60% sind Jungs. Klar ist dann 40% Mädels. Und da steht da sowas wie, von den Jungs mögen, weiß ich nicht, 70% Mathe und von den Mädels mögen, Schmierschrift, mögen 50% Mathe. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie viel Prozent mögen eigentlich Mathe? So, die Frage sieht eigentlich so einfach aus, aber hier steht ja irgendwas mit Mathe mögen drin, aber nur von denen, die irgendwas sind. Und zwar hier von den Jungs und hier von den Mädels. Und wenn man das jetzt mal in ein Baumdiagramm versucht zu klatschen, ich habe ja auch in den anderen Videos vier Feldertafeln angesprochen. Ich reiße es hier jetzt nur an, damit man sieht, wie schnell es hier gehen kann. Ich weiß, 0,6, 60% Jungs, 0,4, 40% Mädels und hier von den Jungs sind 70% die, die Mathe mögen. Ich mache mal Mathe mögen. Und dann sind logischerweise von denen hier 0,7 bleiben 30% übrig, die Mathe nicht mögen. Manchmal steht dann hier auch M und M quer, so ein Strich drüber. Also lasst euch nicht von irgendwelchen Hieroglyphen verwirren. Da habe ich, wenn ihr zwei, drei Videos geschaut habt, seid ihr da auch locker durch. Von den Mädels, also von den 40% von der kompletten Anzahl, wie viel auch immer wir da haben, sind 40% Mädels. Von denen wiederum 50% Mathe mögen und dann auch 50% Mathe nicht mögen. So, und jetzt haben wir es. Jetzt haben wir ja hier eine Pfadmultiplikation. Und das, was hier jetzt rauskommt bei 0,6 mal 0,7, das wäre dann das prozentuale Ergebnis, Junge und, das ist das Zeichen für und, Mathe mögen. Wenn ich das hier multipliziere, 0,4 mal 0,5, 0,4 mal 0,5, dann habe ich Mädel und Mathe mögen. So, wenn ihr das jetzt hier auch noch aufschreiben würdet, dann hätte ich Jungs und Mathe nicht mögen und hier Mädels und Mathe nicht mögen. Mich interessiert ja aber jetzt die komplette Anzahl nur mögen Mathe. Und dann nehme ich das Ergebnis, also das, plus das, was hier rauskommt. Und dann habe ich P komplett, die Mathe mögen. Und jetzt wird es ein bisschen mit Buchstaben. Ich kann es immer wieder sagen, ich habe das alles zerpflückt. Wenn man das mit den Unterlagen daneben liegend hat und sich ein bisschen berieseln lässt, kommt man da eigentlich locker durch und dann versteht man auch diesen Hintergrund, wenn man dann sowas hat wie, ihr werdet dann wahrscheinlich Aufgaben haben, wo das gesucht wird und dann muss ich irgendwie etwas teilen und dann steht da sowas wie P von irgendetwas unter der Bedingung von irgendetwas. Im nächsten Skript oder Buch steht dieses unter der Bedingung dann irgendwie so, habe ich alles in Einzelvideos aufgenommen, je nachdem welchen Prof, welchen Lehrer ihr habt. Die Rechnungen dann wiederum an sich folgen immer dem gleichen Schema und wenn man das dann einmal sich komplett hingezeichnet hat, auch mit vier Feldertafel, ist das total easy.